1. Hallo und herzlich willkommen zu Random Shit mit Krian oder mit Jaco, je nachdem, wo ihr es schaut. Hi. Hallo. Wir haben hier Death Run. Wir haben gedacht, komm, wir spielen mal was anderes. Wir sind wieder bei Gary's Mod unterwegs, wie ihr seht. Ja. Also ich bin Dings. Ich bin Töter. Du bist Töter? Ich bin ein Renner. So, worum geht's hier? Man muss diesen Parcours bewältigen. Und man sieht hier nicht, hier sind aber so drei Leute, die können die Fallen aktivieren. Und die anderen müssen versuchen, hier irgendwie auf das andere Ufer bis zum Ende zu kommen. Oh, for reason trap stealing. Da wurdest du verwarnt, Jaco. Ja, hallo, da war kein Penner. Jaco, da wird er verwarnt. Wir haben übrigens wieder den Ingame Voice aus, wie beim letzten Mal auch. You got your poison? Okay, one, komm her. Two, three. Haha, ich habe einen gekillt. Ich krieg diesen blöden Sprung nicht hin. Ich will noch einen töten. Ah, jetzt krieg ich ihn hin. So, ich bin glaube ich aktuell der Letzte, der hier im Weg ist. Wir haben uns davor ganz kurz schon die vorherige Runde angeschaut. Und ja, mal gucken, was hier so ist. Auf jeden Fall weiß ich, dass es hier lang geht. Das habe ich gesehen. Ich weiß dummerweise nicht, wo hier die Fallen genau sind. Wahrscheinlich hier, weil hier ist einer Toad. Oh, hallo Lois. Schnell, 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 da raus, da raus, da raus, da raus, da raus und hoch. So. Okay. Hier hinter ist auf jeden Fall einer, das habe ich davor gesehen. Beim Spectator der vorherigen Runde. Nein, ich springe ins Leere. Aha. Ich Noob. Ich war der Letzte. Okay, habe ich gerade schon gewundert, warum keiner mehr bei mir rankommt. So, ich bin Fallensteller, Boy. Aha. Boah, wie ich los. Aber man sieht die. Die laufen. Also ja, die nee, man sieht auch die Fallen-Typis. Echt? Ja. Du siehst sie? Also ich sehe die. Was wichtig ist, man kann die hier nicht spammen. Also ich kann hier nicht die ganze Zeit drücken, drücken, drücken. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Ich muss da eine Zeit lang warten. Ah, fuck, jetzt bin ich tot. Okay, jetzt beobachten wir einfach mal. Ich glaube, das waren die letzten. Dementsprechend laufe ich schon mal vor. Oh, da hat der kleine Mann aber einiges rausgeholt. Hier ist noch was. Bam, jetzt sind wir weg. Bam. Ha. Noob. Ich glaube, also, drei Leben von uns noch. Nee, sogar mehr. Ja, man kann auf Tab anschauen. Es sind noch fünf laut meiner Anzeige. Jetzt nur noch drei bei mir. So, zwei, ich weiß nicht, was genau hier passiert. Ich weiß es nicht. Wart erstmal, bis der Boy da rauskommt. Oh, hier ist schon einer von uns. Den folgen wir jetzt einfach mal. Einer von unseren Fallenstellern müsste auch schon weiter sein. Ah, alles klar, weiß ich Bescheid. Okay, wir beobachten jetzt. Jetzt ist er weg. Also hier hat man es gesehen, ich konnte nicht drücken. Ich konnte den nicht spammen. Und deswegen, da ist einer, alles klar. Was hier auch wichtig ist, man darf die, wie man gesehen hat, man darf die Fall eines anderen nicht klauen. Sonst wird man verwarnt. Richtig, oh, auch wenn ich den Typen nicht mal gesehen habe. Nope. Ja, vielleicht weil es der kleine Mann war hier, oder was? Ja, das war dieses kleine Etwas. Ja. Komm doch, mein Freund. Geh mal weg da, Black, junge Boy. Boy, geh mal weg da, Boy. Bernd, hat's mir verkackt. DJK. Jetzt kann er durchgehen, weil ich kann nichts machen. Richtig. Wie ihr seht, hier und da wird er auch eindeutig verwarnt. Das hat er verdient. Noob. Bam, so, der ist tot. Wir laufen hier mal vorwärts. Jetzt gucken wir nämlich, was hier so los ist. So, oh, das war's. Das war's? Ich muss rennen, du auch? Ich bin Runnerboy. Yeah. Runnerboy. Runnerboy. Hier so ein bisschen anfaken. Natürlich anfaken, weil hier direkt um einer steht. Jetzt sehe ich ihn auch. Oh. Da hat es aber ordentlich einen weggeballert, ey, mein Freund. Ja, das war ich, obwohl ich halt nicht mal drin war, meiner Meinung nach. Aber so, gut. Man hat. Oh, einer wurde gekickt. Da hat der Papst Tat gesprochen und ich bin tot. Jetzt wollte ich dich gerade beobachten, da gibt's dich schon nicht mehr. Ja, da hat's mich total zerfetzt. Kann ich leider auch nicht mehr aus der Ansicht. Man kann nämlich hier nicht mehr aus der Personenansicht in die Fliegeransicht zurück, was ein bisschen ätzend ist. Ist schade, ja. Ja. Ich komme auch hier nicht weg, ich muss leider in eine der... Ah ne, jetzt. So, hier ein bisschen Overview. Ich beobachte gerade den Bernd TJK. Ich habe hier gerade... Ah, den habe ich auch gerade. Das also dürfte der sein, der am weitesten vorne ist. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal vorwärts gucken. So. Hier ist keiner. Wow, das war knapp. Nee, hier ist keiner.
Also werden wir uns auch auf diesen führenden. Oh, hier sind sogar gleich mehrere. What the fuck? Die schlagen die sich ja gegenseitig. Ja, aber die dürften eigentlich keinen Damage kriegen voneinander. Ich weiß es nicht. Also der hat. Nee, haben noch 100. Ja, der ist jetzt halt in das Gewehrfeuer reingerannt, der andere. Also jetzt er bin ist ich wieder frei, jetzt kann ich wieder rumfliegen, sehr schön. So, hier ist Taikodo, er ist so. Der letzte. Und das Wasser ist weg und oh, oh er schafft. Nice. Er sagt sich, Junge, das ist nicht mit mir. So, jetzt schauen wir mal hier was los. Er rennt halt einfach in den Raum rein, während es schon an ist. Ja, das ist ein bisschen krass, aber das Problem ist, ich bin ein Runner. Ich auch. Ich finde es manchmal schwierig, weil du siehst nicht unbedingt, wo Fallen sein können. Also hier sieht ja, man es eindeutig. Sieht man nicht unbedingt. Ich war nicht mal drauf. Ja, das hatte ich letztes Mal auch. Voll mies. Da hat es mich gleich voll zerfetzt. Wir gucken in Jaco zu. Jaco, ja, wo bist du? Profimäßig. Ah, was ich hier du. Halt ein bisschen mies finde, was wir eben gesehen haben, als wir noch nicht aufgenommen haben, dass man am Ende noch gegen die Fallensteller kämpfen muss. Was ich halt, ja. Wenn die in der Überzahl sind, sehr bescheiden finde. Das stimmt. Also ist das hier eigentlich auch eine Falle? Das ist auch eine Falle. Es ist schwierig. Okay. Jaco fasst sich ein Herz. Run. Jaco hat sich ein Herz gefasst und jetzt hier beim Floß. So. Ich hoffe, du bist nicht wasserscheu. Aber hier, der Darth Vader ist hier. Den können wir erstmal. Den hauen wir erstmal eine rein. Okay, 1, 2, 3. Ja, ich habe wieder auch erst fest. Komm ich da? Duck Jump. Du musst erstmal Duck Jump auf das Ding machen und dann kannst du weiter. Es ist hier nämlich keiner mehr in der Falle. Sehr schön. Da war er knapp. Wir kommen langsam voran. Wichtig ist, man darf auch nicht ghosten, das heißt, ich darf ihn nicht sagen, da steht keiner oder da steht einer. Da steht eh keiner, alles Noobs. Ja, so hier, wo du gerade warst, da hast du recht. Aber ab hier sieht man es nicht mehr. Das ist einer von meinen Leuten, die da lustig also ich, drauf einschlagen. Also ich sehe, ob hier wer ist, das seht ihr gerade hier. Leider kann ich hier nichts machen. Trau mich nicht! YOLO! So, Jack ist durch. Okay, wir sind schon Sachen lang geflogen, das heißt, wir können hier einfach mal durchrennen. Okay, ich weiß, wie die Falle da oben aussieht. Oh, da sehe ich schon wieder die Fallenstelle. Oh, da ist einer. Jetzt muss Jaco aufpassen. Ah, da hat es mich erwischt. Da hat es dich zerfetzt. Du warst der Letzte. Ja, ich habe nicht halt keiner mehr. Ja, ich habe Jaco! Ich bin oben, du auch? Ja, sehr schön. Oben, Boy. Du bist hier alles gleich gefroren. Ich mach die zweite. Hab die dritte. Ah, das ist die Affen. Die Affen-Challenge. Gut. Oh, da rennt einer extrem schnell vor. Ah, warte mal, wir machen hier nochmal den Quetscher, Boy. Haha, er wurde gelünscht. Wenn man hier nochmal den Quetscher, Boy. Hat aber keinen erwischt. Es ist eigentlich auch Fallenklauen, wenn ich jetzt hier nochmal hingehen würde und drücke, obwohl keiner hier steht. Nicht mehr. Wenn da keiner mehr steht, dann nicht. Alles klar. Komm schon, lauf. Shit. Ah, hier steht schon einer. Gut, wir rennen einfach mal weiter. Ich folge mal gerade. Ich finde es unten drin, finde ich halt mies, weil da sieht man halt die Fallensteller nicht mehr. Ja, das ist echt sauasi. So, ich mache hier in der Mitte den zweiten. Erstmal zu früh auslösen, um hier hinten das Wasser dann machen zu können. Ich fände es halt irgendwie interessant, wenn die Leute hier auch noch, also wenn wir auch als Fallensteller Leben verlieren. Nein! Könnten. Da habe ich verkackt, da hat er mich ausgetrickst. Buh! Nope. Jetzt kommt er durch. Ah, Mist, das hat mich auch noch rausgekriegt. Okay. Okay, hier steht schon. Ich kann aber nichts machen. Oh je. Boah, es wird schwierig für uns. Jaco. Ja, durchaus. Was? Black for 60 Minutes. Ban? Was hat er denn gemacht? Traps. Healing Trap? Ja, dann ja. Nee, also ich bin dafür ja. Ich bin für nein. Aus Prinzip. So. Man muss die Arme auch mal schützen. Bist du das? Schwarz ist ja, das bin ich. Hallo, Jaco. Das Problem, ich glaube, hier kann man jeweils nur eins kaputt machen, nicht beide, weil sonst wäre es ja zu krass unfair. Okay, ja, die Frage ist, ob vorderes oder hinteres, gell? Ja, es kommt halt drauf an, wo sie langlaufen. Okay, so. Okay. Wie der aussieht! Ja, mit seinem Riesenhead. Das ist sau lustig. Ja, komm doch, Boy. Boy, komm doch. Oh, zu spät. Nein. Man kann nur eins auslösen. Okay, zu spät. Langsam müssen wir uns ranhalten, ne? Ja, aber hallo, der schafft das noch.
Ja, notfalls verprügeln wir ihn halt. Es leben noch zwei. Alter, da fallen Bälle runter. Bam. Oh, da hat sie ihn voll weggefetzt. So, ich gehe hier an den übernächsten. Ich gehe hier an Brian und Stewie. Heißt das Stewie? Oh, ich glaube Stewie heißt er. Hier also keine wirkliche Musik im Hintergrund. Ihr hört nur uns reden. Macht einfach beide Türen auf. Wir haben gewonnen. Der Tod. Schön, ich okay, bin Runner. Ich muss wieder rennen. Doch. So, los geht's. Oh, nein. Ich werde da nicht so weit vorne stehen. Ich gehe erstmal nach hinten und warte. Bam, genau so, deswegen. Jetzt. So, zur nächsten Falle. Jetzt kommt der Gasmann. Oh, der hat eine fahren lassen. Der springt, der eine, der läuft richtig schnell. Er hat wahrscheinlich irgendwas käuflich erworben. Cheat, meinst du? Ja, oder so. Okay, da ist keiner mehr. Dann können wir nämlich hier durch. Da einer? Nein, da ist keiner. Dementsprechend können wir auch hier rüber. So. Aber hier sind erst halt welche. What the fuck? Bist du auch gerade hier bei mir? Nein! Meinst, oh, beim Wasser? Ja. Ja, da bin ich gerade. Nein! Ich bin irgendwie reingeschossen. Okay, eins haben sie schon ausgelöst. You me not ban, I envy ban. Das zweite ist ausgewählt, wunderbar. So. Jacko. In Ruhe kann ich jetzt da mitgehen. Nein, warte auf. Nein! Fuck. Du bist so ein Noob. Fuck. Ich hab das gerade noch so in der Aufnahme drin, wie du einfach voll ins Nichts springst. Voll rumgenoobt. Ich hab gedacht, ich muss es schnell machen, das war der Fehler. Du kannst nix. Den beobachten wir jetzt mal. So. Ich beobachte mal dieses kleine Pokémon-Vieh. Okay, ich schau mal von drin. Oh, da ist er fast tot. Nee, er schafft's. Jetzt ist er tot. So, einer lebt noch. Dann werden wir doch einfach mal den Kord hier verfolgen. Das ist Mew. Und da sieht man gleich das Finale hier. Und er hat noch 100 HP. Die Musik so geil. Es gibt ja, aber er hat jetzt keine Chance. Nee, nicht gegen zwei vor allem. Deswegen, das finde ich halt ein bisschen. Oh, Nummer 1 hat er. Ja, aber er hat jetzt nur 25 HP. Ja. Aber hier stirbt man wenigstens nicht, wenn man nicht rüberkommt, scheinbar. Das wirkt so, ja. Also, wir haben das Spiel auch vorhin noch nicht wirklich gespielt. Wir waren halt am Gucken, was wir machen könnten. Wollten eigentlich noch mal, einfach alle. Wir wollten nochmal Prop Hunt machen, aber es lief nicht, weil eine andere Map gespielt wurde und die war zu riesig. Ja, die war komisch, die Map. Dementsprechend haben wir nach anderen Spielmodi geguckt und dann sind wir hier drauf gestoßen und jetzt verliert er. Boah, ist aber hart, Jump and Run Style. Ja. Okay, jetzt ist er drüben. Battle! Ja, aber es ist halt ein Schlag. Die Musik. Ja. Bam. Schade. Ja, halt, aber hat er gut gemacht. Der notgeile Papst kommentiert das scheinbar auch noch, aber wir haben ja die Sprache ausgelernt. Okay, ich muss rennen. Ich auch. Gut. Renn, Jaco, renn! Run. Nein. Bam, und da steht einer wieder. Der sneakt, weil der so klein ist, sneakt der da vorbei. Das wie ist das gut. Denn? Das ist voll gut. Das sind gerne Papst, der da steht, oder? Macht er auch. Mann, mach doch an, du Noob. Na, jetzt endlich. Ist es gewesen. Gut. Vielen Dank, Boy. Da ist keiner. Komm ich durch. Da komm ich auch durch. Der Typ hinter dir ist verreckt dran. Da komm ich auch durch. Jetzt habe ich einen Run gemacht, Boy. Ah, okay, die machen dann urplötzlich diese Dinger hin. Alles klar, jetzt weiß ich, was hier los ist. Ich nehme den, willst du den? Nimmst du, kleiner Mann? Nimmst du ihn? Nee, du nimmst ihn nicht, offensichtlich. Hier voll ins Nichts gesprungen ist. So, ich nehme jetzt dieses Fahr hier. Diesen Fahrstil. Okay. So. Bitte lass mich leben. Ja. Ha, bin durchgekommen. Wo bist du schon, Boy? Ich bin hinter dir noch. Okay, jetzt sind wir hier. Oh, ich bin bei Mac. Das kann nur böse werden. Wahrscheinlich zieht sie ihr Top aus. What the fuck? Ich hab's nicht auf diese scheiß Plattform gepackt. Okay. Fuck. Geh weg, Boy. Das heißt aber, wir beobachten jetzt den Krian. Der Krian macht das nämlich jetzt. Ja, jetzt habe ich aber Angst. So, was, hallo. Wo ist denn der Krian? Wir müssen den Krian erstmal finden. Da. Denk dran, da ist Säure, da solltest du nicht stehen. Ja, ich bin tot. Bei mir läufst du halt noch über die Säure drüber. What the fuck? Ja. Okay, wir suchen den nächsten von uns.
Er steht hier am Wasserbecken. Gut, das hat er schon mal geschafft. Ist wieder Bernd oder was? Ist schon wieder Bernd das Brot, ich sag's dir. Naja. Oh, er wird teleportet. Naja, 3 gegen 2. Wo ist denn der zweite? Was? Achso, hier landen Tote. Ach, das ist auch so ein Pikachu. Ah, das sind beide hier. Raum. Das ist kein Pikachu, das ist Mew. Ja, Pokémon halt. Wie er durchkam! Ja, einfach so. Jetzt hatte ich auch. Ha, ihr könnt mir gar nichts, Boy. Jo, wie er abgeht. Ja, er ist halt sau schnell einfach. Guck dir das mal an. Alter, what the fuck? Warum ist der so übertrieben schnell? Der rennt da durch. Jetzt hat's ihn zerfetzt. Oder? Nee, er lebt noch. Noch 25 HP. Krass, wie er abgeht. Der hat ein bisschen Übung, würde ich mal behaupten. Ach was. Auf gar keinen Fall. That is fantastic. Okay, das fängt hinten an. Gut zu wissen. Da rennt er einfach durch. Ja, natürlich, wieso auch nicht? Er geht wieder zu den Hasen. Er muss ja durch den Hasen. Muss? Oder? Ich glaube schon. Also ich meine, er hätte vielleicht Möglichkeit gehabt, noch auszuwählen. So. Er hat auch nur noch 25 HP. Aber es sind 2 und der andere hat 100. Ah ne, ist gar nicht der. Der hat 64. Ja? Ich beobachte jetzt von Bernd. Ja, der Old zieht halt durch und ist instant tot. Ja, surprise. Ja, natürlich. Ich meine, er hatte One Hit. Peter Time. Das ist echt sauschwierig, finde ich. Also du musst damit erstmal gesperrt auf YouTube wegen Family Guy Musik. Ja, aber es ist ja eindeutig verarschen, deswegen ist es nicht das Original. Und dementsprechend ist es in der Folge drin. Echt? Ja, ja. Ja gut, das, ja, aber stimmt. Dürfte nicht GEMA-technisch irgendwie beeinflusst sein. Nee, denke ich auch nicht. Ansonsten seht ihr die Folge eben nicht. Hat ihr Pech gehabt? Dann hört ihr das auch nicht. Also Marius muss hier mindestens mal zu viert stehen, damit 2 auf einen draufgehen können. Ja. Würde ich sagen. Ich würde einfach auf der Plattform bleiben, weil wenn die Zeit abläuft, wobei, dann haben die wahrscheinlich gewonnen. Keine Ahnung. Glaube ich auch. Wir werden es sehen, oder vielleicht auch nicht. Ich muss rennen. Ich glaube, ich auch. Ich sehe gerade nicht so viel außer eine Wand mit der Tür vor mir, ja. So, dann hat's gleich mal zerfetzt. Gut. Jetzt kommt Gasboy und der Kleine. Der rennt halt einfach schnell durch. Der zieht halt wirklich einfach durch. Das ist halt geil, weil dadurch, dass der so schnell ist, fällt der halt erstens nicht auf und zweitens wird er noch durchkommen, ohne dass da irgendwer ist. Ja. Und der kleine Darth Vader auch. Das ist irgendwie cool, wenn man die anschaut. Oh, der hat's überlebt! Wo der Ventilator an war, da hat er es geschafft, Boy. Der war erst zu, der schaff ich. So, sehr schön. Hast du es gesehen? Ah, okay. Ja, eben, der eine hat es beim bei dem Affen geschafft. Ja, das habe ich so gesehen. Obwohl er weggeschossen wurde. So, jetzt hoffen wir mal, wir schaffen es. Nein. Okay, jetzt weiß ich, worum das geht. Das Ding hat mich runtergeschoben, aber ich habe überlebt. Ich bin tot. Noob. Nein, ich bin schon wieder neben die Plattform gesprungen. Fuck. Wie lange nehmen wir schon auf? 20 Minuten. Okay. Also die Map finde ich jetzt auch lustiger. Wir haben nämlich eben schon eine andere Map gespielt, die war nicht so. Ja, aber es war auch vom Aufmachung her. Hier hast du diesen Family Guy. Ja, aber auch die Fallen und so, weißt du? Die finde ich irgendwie cooler. Ich weiß nicht. Die Frage ist, ob das Taunten ist? Also die das machen können? Oder ob das automatisch drinnen läuft? Das ist eine gute Frage. Wir leben von uns noch 2. Was? Wie kam er jetzt auf einmal dahin? Da wird er hin teleportiert, weil er sagt, er hätte gestarkt. Oha. Ich glaube, kann es auch sein, dass er einfach nur auf die andere Seite muss? Das könnte sein. Das würde zumindest Sinn machen, weil wenn du ihn töten musst, das wäre halt zu krass, finde ich. Okay, jetzt haben sie jetzt 2. Der eine ist halt unsichtbar. Ja. Den sieht man fast nicht, weil er nur die Crossbow. Nicht Crossbow. Die Falltasten-Dinger. Okay, ich habe mich schon gewundert und habe gedacht, das ist leckt bei mir. Da! Ja, sieht so aus, wenn er nur rüberkommen muss. Er macht ihn fertig! Er macht ihn fertig! What the fuck? Er macht sie alle fertig! Nur noch der... Ja, weil sie ihn wahrscheinlich nicht sehen. Nur noch der hier, wie heißt der? Lampenboy. Wie viel hat denn der Lampenboy noch?
25, ein Schlag, das gewinnen sie. Und es gibt einen Map-Wechsel. Die Frage ist, nehmen wir den mit oder nehmen wir nicht mit? Würde ich sagen, nehmen wir nicht mit. Nimmst nicht mit? Dann war's das. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Random Shit mit Kian. Oder Jacko, je nachdem, wo ihr es schaut. Bis dahin noch viel Spaß. Ciao. Ciao.